Bitterer, als es gestern bei uns der Fall gewesen ist, kann man auch den DFB-Pokal nicht ausscheiden. Zunächst einmal gute Besserung und immer. Ein unbedingtes Zweikampfverhalten von Philipp Kostic, so dermaßen brutal in den Mann zu gehen. Ich habe wirklich das Gefühl, ich hatte das Gefühl gestern Abend, dass ja, es ist eben wirklich, dass er bewusst so reingegangen ist, weil er einfach gesehen hat, dass immer einfach besser war gewesen. Und so geht man in den Leuten, so geht man in den Zweikampf nicht rein. Zweikampfführung, das ist etwas, das bekommt man schon in der E-Jugend beigebracht. So macht man das jedenfalls nicht. Ja, die Sache bei Ilmar Toprak ist, war ein Beinbruch. Das ist nicht witzig. Damit hat man lange Zeit zu tun. Dann auch noch natürlich die Handregel. Ein VAR, der eingreift, wo es nichts einzugreifen gibt, weil er kein Handspiel vorgelegen hat. Jeder, der die Szene gesehen hat, der nicht blind ist, der auch vom Fußball auch nur einigermaßen Ahnung hat, wird erkannt haben, dass keinerlei Handspiel vorgelegen hat. Weil erst einmal ein Handspiel liegt nur dann vor, wenn die Hand vorsätzlich zum Ball geht. Da war gar nichts. Da war null. Da war nada, niente, nix. War für mich unverständlich. Und dann auch noch die gelbe Karte gegen Flo Kofeld. Ja, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ein VAR, der so handelt, ist für den Fußball kontraproduktiv und gehört ab sofort abgeschafft. Ein VAR, der so dermaßen uneinheitlich eingreift, hat im Fußball nichts zu suchen. Es ist für mich einfach unverständlich, dass man so handeln kann. Ja, man hat schon gedacht, der absolute Knackpunkt war natürlich der Wadenbeinbruch bei Ilmar Toprak. Immer gute Besserung. Und natürlich auch mal wieder das unsägliche Verhalten unserer Ultras, die meinten, dass sie quasi Hausrecht haben müssten, irgendwie habe ich das Gefühl, über den Gästeblock. Die meinten, dass sie da mit Pyrus rumfuchteln müssten. Ich kann nur sagen, da muss endlich mal der Verein durchgreifen. Okay, Dialogbereitschaft ja, aber so, das geht nicht. Notfalls bin ich dafür, dass die Ultras mal für längere Zeit vom Spielbetrieb des SV Werder Bremen ausgeschlossen werden. Ein solches Verhalten, wie das, was gestern im Gästeblock zum großen Teil passiert ist, indem da diese Pyro-Kerzen da rumgefuchtelt werden, ein solches Verhalten ist im Fußball absolut nicht hinnehmbar. Könnt ihr gerne mal unter das Kommentarfeld reinschreiben, wie ihr das seht. Und überhaupt könnt ihr auch gerne mal unter das Kommentarfeld reinschreiben, wie ihr das Spiel gestern gesehen habt. Wir können es immer ändern, wir sind bitter ausgeschieden. Obwohl wir etwas gut gespielt haben, besser als die Frankfurter. Und ja, abhaken. Blick nach vorne richten und Samstag Hertha weghauen. Die Mannschaft ist ja gar nicht erst nach Bremen zurückgefahren, sondern gleich weiter nach Berlin. Ja. Und am Samstag den Dreier holen. Schreibt mal in das Kommentar mit rein, wie ihr das Spiel gesehen habt. Und ich bin wieder am kommenden Samstag vor dem Spiel bei Hertha BSC.